Ja, Sie sind gut. Der ist ja direkt vor mir gestanden. In einem Freibad. Und das habe ich mir nicht eingebildet. Das haben wir ja gar nicht gesagt, Frau Bach. Wir fragen nur, weil ihn sonst keiner gesehen hat. Bach in Badeanzug, Handtuch um die Hüfte. Dann hat er das Handtuch weggezogen. So. Sie öffnet es vorne. Aha. Und wo ist er dann hingerannt? Da in die Richtung ist er gelaufen. Ich meine, was hätten Sie an meiner Stelle gemacht? Ja, also ich hätte ihm eine geschmiert. Anzeigen, meint der Kollege. Wie hat denn der ausgeschaut? Im Wasser eine Gymnastikgruppe. Wer? Der Nackte. Ach so, der hat eine Schwimmbrille da aufgehabt und eine Bademütze. Die ganze Gruppe trägt Schwimmbrille und Bademütze. Gut, dann schauen wir uns ein bisschen um und Sie kommen zu uns aufs Revier wegen der Anzeige. Gegen Unbekannt, den haben wir gleich. Mindestens jeder Dritte wird da gefasst. Jeder Dritte, also Hansi. Wieso? Du hast doch gesehen, wie die sich gefreut hat. Weißt du, wie das war? Da hat einer von den alten Zauseln die Dusche nicht gefunden, dann ist das Handtuch ihm runtergefallen und jetzt kann er sich nicht mehr erinnern. Und dann hat er Nasenbluten gekriegt. Neben einer Wasserrutsche ein handgroßer Blutfleck am Boden. Sag mal, da oben. Schaust du mal nach, Hans? Von der Halterung der Rutsche tropft ein Blutrinnsal. Staller steigt die Wendeltreppe zur gelben Rutsche hinauf. Die großen Wiesen des Schwimmbads sind leer. Staller geht über eine kleine Brücke und steigt weiter hoch. In der trockenen Rutschbahn sitzt kurz hinter dem Einstieg vornübergebeugt ein regloser Mann. Er trägt Hemd und kurze Hose. Hallo? Staller kommt näher. Geht's Ihnen gut? Was ist? Da hängt, glaube ich, einer fest. Was macht der? Festhängen! Warte mal kurz. Staller schwingt sich auf die Rutsche. Was? Unten öffnet Hubert einen Kasten mit mehreren Knöpfen und drückt einen. Wasser rauscht die Rutsche hinunter. Staller fällt auf den Rücken und klammert sich fest. Ja, Moment. Der reglose Mann wird abwärts gespült, auf seinem Rücken ein großer Blutfleck. Stallers Hand lässt den Rutschenrand los. Mit hochgestreckten Armen saust er rücklings durch die Kurven und landet im Auffangbecken. Sag mal, spinnst du? Was machst denn du da? Wieso ich? Er sieht zum reglosen Mann, der mit ausgestreckten Armen im großen, hüfthohen Becken dümpelt. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert, dunkelblond, blaue Augen, braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller, dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz, korpulent, graumeliertes Haar. Karin Thaler als Pathologin Dr. Anja Licht, klein und blond. Rutschparty. Am Beckenrand steht Staller in Bademeisterkleidung. Anja hockt neben dem Toten. Sagt mal, was habt ihr mit dem gemacht? Da, Hansi. Frank Braus, wie der Bademeister gesagt hat, es ist doch wirklich furchtbar, wenn man jahrelang zusammengearbeitet hat. Das ist ja wie wenn der eigene Ehepartner stirbt. Na ja, gut, es kommt auf die Ehe an. Anja, kannst du schon was sagen? Tja, das wäre leichter, wenn er nicht gerutscht wäre. Ja, das war ja auch so alles nicht geplant. Aber ich habe oben gleich gesehen, dass der so gut wie tot ist. Wie hast du das gesehen? Am Gesichtsausdruck? Ja, da hat der Hansi recht. Er war tot. Todeszeitpunkt etwa vor 2 Stunden. Todesursache vermutlich die Stiche in den Rücken. Was sagt uns das? Er ist von hinten erstochen worden. Manchmal hast echt lichte Momente. Ja, hätte ich die nur schon früher gehabt. Die Ermittler stehen neben dem Sprungbecken. Hinterrücks überrascht. Der Bademeister. Von wem denn? Der Frank war bei uns allen sehr beliebt. Was hat denn der da oben geholt? Wir haben gestern besprochen, dass er heute die Dichtungen an der Rutschen repariert. Eigentlich fängt sein Dienst erst am Mittag an. Und wir haben heute früher noch gar nicht gesehen. Und bevor die Wassergymnastik losgegangen ist, war da irgendwas? Nein, das mit den Exhibitionisten, das haben sie mitgekriegt. Aber sonst? Der ist nur der Frau Bach aufgefallen. Ja, war fast nichts los. Aha. Und Sie, wo waren Sie? Ich war in der Filteranlage. Ich inspiziere jeden Morgen zuerst die Technik. Das gehört zum Job. Und dann habe ich auch gleich die Frau Bach gerufen, Herrn. Die vom Wasserballett, sind die noch da? In der Umkleide. Ach, übrigens, der Herr Walz ist heute ein bisschen später gekommen, weil Sie nach Auffälligkeiten gefragt haben. Und Wassergymnastik, nicht Ballett. Entschuldigung. Zwischen Spinden kämmt sich ein Mann um die 60. Hinter ihm stehen die Ermittler. Das Auto ist nicht angesprungen. Muss mal in die Werkstatt. Übrigens, dem Typen bin ich auch begegnet. Was, dem Exhibitionist? Ja, vor ein paar Wochen schon. Da steht er plötzlich hinter mir, zieht blank und rennt weg. Ist mir eben wieder eingefallen.
Und da ruft man doch nochmal die Polizei. Ja, der hat mir ja nichts getan. Und außerdem, bis da jemand kommt. Letzte Woche haben die bei mir in der Straße bis 21 Uhr gehämmert. Ich habe bestimmt 10-mal die Polizei gerufen. Was, Sie waren das? Ja. Glauben Sie, da ist irgendjemand mal vorbeigekommen? Wie haben der ausgeschaut, der Nackerte? Schwer zu sagen. Badekappe und Schwimmbrille. Grüße, Haarfarbe, Hautfarbe. Ein Schwarzer war es auf jeden Fall nicht. In der Damenumkleide steht Bach unter einem Haartrockner. Herr Braus war immer so nett zu mir. Zu Hubert? Also kann man das Ding nicht ausschalten? Können Sie vielleicht das Ding ausschalten? Er hat meiner Enkeltochter sogar das Schwimmen beigebracht. Ja, ja. Was? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's auch nicht verstanden. Sie stehen hinter Bach. Staller schlägt gegen den Trockner. Könnten Sie bitte nochmal da drauf drücken? Nein. Sagen Sie mal, der Herr Braus hatte irgendwelche Feinde gehabt. Da oben, draufdrücken. Hubert marschiert raus. Der ist wahrscheinlich überhitzt, da müssen Sie eine Zeit lang warten. Auch Staller geht. Bach reckt sich zum Gerät hoch. Im Eingangsbereich. Die Teilnehmerlisten. Hubert schnappt sie sich. Gern geschenkt. Das ist schon merkwürdig, dass da gar keiner was gesehen hat. Naja, der war schon tot, bevor die alle da waren. Und das mit dem Exhibitionisten, das war nur Zufall. Da war der Mörder schon weg. Ja, vielleicht war das schon ein Zombie aus der Kanalisation. Er grimassiert. Entschuldigung, da ist schon zu. Eine schlanke Frau betritt das Bad. Melanie Dreifuß, Geschäftsführerin von AquaWorld, den Betreibern. Herr Möller hat mich angerufen. Ach so, ja, Hubert, das ist der Kollege Staller. Grüß Gott. Die Mordkommission ist drin? Wir sind die Mordkommission. Okay. Wissen Sie schon irgendwas? Ja, so einiges. Also wir sind in alle Richtungen aktiv. Mit dem Exhibitionist hat es da schon öfter Ärger gegeben. Ja, 2-mal sogar. Aber es konnte ihn nie jemand beschreiben. Und bevor man damit dann an die Öffentlichkeit geht. Ach so, ja, weil dann die Gäste abhauen. Ne? Genau. Ich habe mir auch jedes Mal die Überwachungskamera angeschaut, aber der war nie drauf. Überwachungskamera? Mhm. Ja, logisch. Im Kassenraum. Wir haben nur die eine hier bei der Männerumkleide. Da kommt öfter mal was weg. Ach so, bei den Damen wird gar nicht mitgefilmt. Schau, 8 Uhr. Das müsste der Braus sein, von der Kleidung her. Wie kann man da so saublöde Kamera hinstellen? Im Bild sind nur Beine. Sagen wir vom Täter nur 2 Füße, wenn das überhaupt ist. Und die sind unscharf. Scheißteil! Was ist mit dem los? Die Polizisten gehen zum Kassenautomaten. Was ist los? Geht der nicht? Das Geld kommt nicht raus. Seien Sie sicher, dass Sie überhaupt was reingeschmissen haben? Was? Das Scheißding geht doch nie. Ja, da müssen Sie mal richtig gescheit hinhauen. Haben Sie gerne mal auf Zeiten? Sei nicht so fest, sonst geht der Tilt. Was? Ja, wie beim Flipper. Schmarrn. Moment mal. Bademeister Möller. Wie viel hast du denn reingeschmissen? Ein Zehner. Möller reicht dem Gast 10 Euro. Komm ich jetzt umsonst rein, oder? Das Bad ist gesperrt. Es hat einen Unfall gegeben. Ach so. Kann man ja nicht wissen. Mit dem Automaten gibt's immer wieder Probleme. Das ist dann umständlich für die Bademeister, weil die müssen den Gästen Chipkarten geben, damit die ihre Spinde absperren können. Ja, ja, unser Kaffeeautomat auf dem Revier, der spinnt auch. Schmeckt der Kakao immer nach Hühnersuppe. Mhm. Ich muss dann auch wieder. Dreifuß lächelt angestrengt und lässt die Beamten stehen. Möller folgt ihr. Ein Blick von oben. In der Sonne fährt der Streifenwagen am Starnberger See entlang. Im Auto. Also das Bademeister-Outfit, das taugt mir irgendwie. Kannst du eigentlich schwimmen? Ja, Freischwimmer, Fahrtenschwimmer. Wasserballett auch? Du kannst ruhig ein bisschen Verständnis aufbringen für die alten Leute. Entschuldigung, man kann auch in Würde altern, ohne Gummiwurst zwischen die Haxen. Ja, immer noch besser als vom Fernseher zu sterben. Beide schauen geradeaus. Wenn dir gar nichts gefällt, dann kannst du gleich im Bett bleiben. Besser als nach Chlor stinken. Er trägt ein weißes Poloshirt mit Seepferdchen-Emblem und Bademeisteraufschrift, dazu eine kurze blaue Hose. Im Revier kommt den Ermittlern der Chef entgegen. Was ist mit Ihrer Uniform? Es ist bloß Wasser, Herr Gibitz. Ja, wir hatten eine Wasserrutschenbergung. Bergung? Ja, einen Bademeister haben Sie erstochen. Etwa diesen Braus? Kennen Sie den? Nein, nicht wirklich. Meine Frau erzählt immer. Und dieser Exhibitionist, war der das? Ja, wissen wir nicht. Also der ist abgehauen und der Mörder ist auch flüchtig. Flüchtig? Na dann Ringfahndung. Ne? Haben wir zu wenig Personal. Eine Frau hat ihn gesehen, da könnte der Riedel ein Phantombild erstellen. Ja, besser als nix. Ich meine, ein Exhibitionist als Mörder. Wer bringt denn seine Zuschauer um? Ja, Zustände.
Ziehen Sie mal was an. So nimmt Sie doch kein Mensch ernst. Staller verschwindet im Dienstzimmer. Apropos Überwachungskamera. Ja, ja, haben wir angeschaut. Auch von gestern Abend? Wieso gestern Abend? Das Phantombild ist wichtiger. Ja, ja, ja. Im Dienstzimmer sitzt Hubert am Schreibtisch. In Uniformhemd und brauner zu kurzer Hose hängt Staller das nasse Hemd auf. Er ist barfuß. Der Kibitz ist gut. Ringfahndung zu zweit. Ja, das wird ein kleiner Ring. Sag mal, was hat denn der? Was will denn der mit den Aufnahmen von gestern? Ja, er möchte da ein bisschen mitmischen. Aber die Idee habe ich sowieso schon vorher gehabt. Aha, wann? Ja, im Auto. Hast du aber gar nichts gesagt? Ja, das hat halt thematisch gerade nicht so gepasst. Außerdem muss man ja nicht jede Idee gleich rausposaunen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube auch nicht, dass der Exhibitionist der Mörder ist. Staller setzt sich. Ich meine, du bringst doch keinen und springst dann auffällig in der Gegend umeinander. Ja, vielleicht ist ja gerade das der Trick. Sag mal, hast du vielleicht ein zweites Paar Socken? Nein. Kriegst du es auch frisch gewaschen? Keine. Im Vorraum. Also Frank Braus, Hornissenweg 3. Klingt da schon noch zustechen. Sag mal, findest du vielleicht einmal raus, was mit dem Erbe ist bei Alleinstehenden? Da weiß man ja nie, ne? Kann ich machen. Ich finde das übrigens ganz schön eklig mit der Leiche. Ich wollte heute Abend noch ein paar Bahnen schwimmen. Gehst du ins Schwimmbad? Sonja nickt. Er hat's nicht so mit dem Baden. Wieso nicht? Ja, ist doch wurscht. Ja, sag mal. Ja, ich verstehe nicht, wie man in so eine Bakterienbrühe hüpfen kann, wenn nebendran der See ist. Ach, ist doch Quatsch. Kennst du die große Rutsche? Ja. Die bin ich halt einmal ganz runter, mit der Uniform. Ah, alles klar. Sie senkt den Blick. Der Typ, der am Telefon Spinatwachtel zu dir gesagt hat, der heißt Guido Walz. Mhm. Auch Staller geht. Sonja schreibt etwas auf. Im Streifenwagen. Es gibt halt Schwimmer, die haben so ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis. Die fühlen sich bloß im Becken wohl, ja? Im See, da kriegen die eine Heidenangst. Ja, die haben keine Ahnung, wie viele Leute im Schwimmbad da saufen. Ja, das ist jetzt wieder so Statistik. Nein, nein, jetzt stell dir mal vor, dir hupft einer von Fünfer auf den Kopf auf. Oder du wirst von dem Abfluss da eingesaugt. Vom Abfluss? Ja, da kommst du nicht mehr raus. Wo müssen wir hin? Hornissenweg. In einer Wohnung. Scheiße, müssen wir doch wieder. Nimm mal gescheit Anlauf, Hans. Die helle Wohnungstür kippt aus dem Rahmen. Sag mal, ist ja grob fahrlässig, der Null-Einbruchschutz. Sie gehen an einem mit Softdrinks gefüllten Weinregal vorbei in ein Wohnzimmer. Na ja. Er nimmt einen Artikel. Klassische Junggesellenwohnung, hm? Ist ja ein Schmuck, Couch, Fernseher ist fast wie bei mir. Das kann man vorstellen. Streit um Sanierungsmaßnahmen im Schwimmbad, Geschäftsführer und Service und so weiter. Entscheidet sich die Stadt für eine Sanierung, behält sich die Aqua World GmbH vor, das Schwimmbad zu schließen. Von wann ist das? Von vorgestern. Das wäre schon ein Mordmotiv für jemanden. Er betrachtet Pokale. Wahnsinn, 1987 ist der schon Erster geworden. 87, das ist ja keine Kunst, das war vor der Wende. Ja und? Da hat es noch keine DDR-Schwimmer gegeben mit ihren Anabolika. Ich bin auch mal Dritter geworden und die Medaille habe ich noch. Mhm. Beim Nichtschwimmerfestival. Stallers breites Lächeln friert ein. Im Büro tippt Girwitz auf sein Smartphone. Ja. Entschuldigung, aber eine Frau Bach möchte Sie sprechen. Riedel, das ist die Frau, mit der Sie das Phantombild zeichnen sollen, ja? Aha, von wem? Haben Ihnen Hubert und Staller das nicht gesagt? Na? Ja, typisch. Frau Bach wurde heute Morgen das Opfer eines Exhibitionisten. Grübelnd schiebt Riedel die Unterlippe vor. Ein Exhibitionist ist jemand, der sich vor anderen entblößt, und zwar plötzlich. Hm? Ah, so eine Art Spanner. Nein, ein Spanner schaut anderen dabei zu, wie sie sich entblößen. Ein Exhibitionist entblößt sich selber, nicht? Und zwingt die anderen dabei zuzusehen. Ja, aber wer macht denn sowas? Ja, wer macht denn sowas? Woher soll ich wissen, wer sowas macht? Nicht? Ich weiß nur, es ist verboten und er läuft frei rum, also Phantombild. Hm? Jawohl. Riedel geht. Girwitz greift wieder zum Smartphone und beginnt erneut mit einem Finger zu tippen. Der Streifenwagen hält in der schrägen Auffahrt der Bäckerei Rattlinger. Sabrina fegt die Eingangsstufen. Widerwillig greift Hubert zum Funkgerät. Sonja, was ist los? Wir werden jetzt. Du, stell dir vor, wir sitzen in so einem grün-weißen Auto. Haha. Könnt ihr mal bitte in den Rosenweg 3 fahren? Da wohnt dieser Guido Walz. Aha. Sollen wir den wegen Beleidigung festnehmen? Nein, aber der hat eine Anzeige wegen Exhibitionismus. Ah, super. Rosenweg, da wohnt doch der Kibitz. Ah. Sabrina kommt zum Auto. Seid ihr im Stress? Ja, du glaubst ja gar nicht, was da los ist. An jeder Ecke ein Perverser oder ein Krimineller. Also bei mir im Laden ist eigentlich alles ganz normal. Ja, sei froh.
Frank Braus zum Beispiel, kennst du den? Was ist mit dem? Ja, den haben sie erdolcht, oben auf der Wasserrutsche. Das ist doch zum Kotzen. Wer gibt jetzt die Wassergymnastik? Wassergymnastik? Reitest du auch auf so eine Gummiwurst? Du meinst der Poolnudel? Hast du es noch nicht probiert? Nein, ich hab's auch nicht vor. Er sieht zum Kollegen. Ja, trinkt's jetzt keinen Kaffee? Nein, wir müssen einen Exhibitionisten fangen. Einen Exhibitionisten? Ja, pfui. Ja, sag's ja, Oberbayern. Die rotbraunen Dächer von Münsing liegen in der Sonne. In einer hellen Dachwohnung hält Walz den Polizisten die Tür auf. Walz ist klein und kräftig. Herr Walz, es gab da mal eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja, da war Nacktbaden am See noch ein Problem. Die Beamten folgen ihm in einen weißen Wohnraum. Aber das ist 30 Jahre her. Das Verfahren wurde eingestellt. Und in dem Badwetter waren es rein zufällig. Ja, ich habe damals nichts gemacht und heute auch nicht. Also, was wollen Sie von mir? Spucken Sie mal da rein. Was? Ja, für einen DNA-Abgleich. Ich gebe gern zu, dass meine DNA im Schwimmbad ist. Stur hält Staller ein altes Stofftaschentuch. Walz spuckt hinein. Sagen Sie mal, kann ich eigentlich noch Anzeige erstatten wegen dem Lärm? In Nummer 7 bauen irgendwelche Erntehelfer seit einer Woche jeden Abend einen Wintergarten. Nummer 7, das ist der Gebenz. Und zwar schwarz, das sage ich Ihnen. Wegen so ein bisschen Lärm, da macht man nicht gleich eine Anzeige. Ja, ging es ruhig mal persönlich rüber. Ah, hau noch mal ein bisschen auf den Putz. So ein Wintergarten fliegt schnell einmal ein Stein rein. Also rein zufällig. Sie gehen. Ach so? Im Konferenzraum sitzen Riedel und Bach nebeneinander vor einem Malblock. Und die Nase, die war noch lebendiger. Lebendiger, ja. Ja, vielleicht machen wir doch erst einmal mit dem Körper weiter. Hä? Bach starrt ihn an. Ich hab mein, wir malen nur den Kopf. Ja, aber beim Exhibitionisten gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Bach kichert. Ist aber unanständig. Und strafft sich. Ich male keine nackten Männer. Ja, aber malen muss ja ich. Die alte Dame sieht Riedel in den Schritt. Riedel steht auf. Moment. Und geht. Draußen. Hinter den gekippten Lamellen einer Jalousie steht Riedel in Girwitz' Büro und redet gestikulierend auf den Chef ein. Girwitz verlässt das Büro, Riedel trottet hinterher. Im Konferenzraum. Selbstständigkeit, Riedel. Das ist meine Tochter, weiter als Sie. Bach schläft, vorn übergebeugt. Aufwecken. War doch gerade noch putzmunter. Frau Bach? Er tippt sie an. Frau Bach? Lass mich mal. Frau Bach? Hallo, Frau Bach? Grob schüttelt er sie. Hat die das öfter? Keine Ahnung. Ja, da braucht man einen Krankenwagen. Frau, wir haben Krankenwagen! Bach wacht auf. Oh, Frau Bach. Girwitz, haben wir ein kleines Nickerchen gemacht, was? Der Krankenwagen ist jetzt unterwegs. Abbestellen. Er ist hüdernhot. Sie sehen doch, dass hier alles in Ordnung ist. Sonja geht. Girwitz greift nach dem Block. Der sieht ja aus wie Staller. Das ist der Kerl. Ja, ich habe nur das gemacht, was sie mir gesagt hat. Schieben Sie die Schuld nicht immer auf andere, Riedel. Das bringt uns nicht weiter. Frau Bach, wir suchen den, der nichts anhatte. Hä? Aha. So, so. Sie sind mir einer. Girwitz starrt leer vor sich hin. Ja, Riedel, weitermachen, nicht? Und keinen Körper. Wir geben keine Nacktbilder raus. Der läuft ja nicht immer so rum. Mit der Zeichnung von Staller verlässt der Chef den Raum. Bach lächelt Riedel breit an, mühsam lächelt er zurück. Die Ermittler betreten das Revier. Staller humpelt. Was ist mit dir? Ich hab mir Blase gelaufen. Ja, weil du barfuß in die Schür drin bist. Hubert Staller, war im Bad noch jemand, der so aussah? Hubert schnappt sich das Blatt. Das bist doch du. Entschuldige, so ein Schmarrn. Ja, schau dir die Nasen an. Hat die nicht kapiert, wen sie zeichnen soll? Ja, die ist ein bisschen... Und Riedel wollte noch ein Ganzkörperbild malen. Der Exhibitionist, wie Gott ihn schuf. Jedenfalls macht er morgen noch ein neues. Gibt's sonst noch was? Nein. Doch, eine Beschwerde über so einen Erntehelfer-Bautrupp. Ah, Schwarzarbeit. Hat das irgendwas mit dem Fall zu tun? Glaube nicht. Ah. Staller, warum humpeln Sie? Ah ja, der ist ein Barfuß, ist ein Schürner. Ja, ja. Ja gut, dann schönen Feierabend. Nicht? Ja, gehen Sie schon. Freunde, wir bauen einen Wintergarten. Im Sommer? Ja, das hebt die Lebensqualität. Also dann. Riedel und Bach nähern sich der Haustür eines Einfamilienhauses. Bach ist um die 70, ihre hellblonden kurzen Haare sind gelockt. Unter einem braunen Janker trägt sie eine weiße Rüschenbluse. Riedel reicht Bach ihre Handtasche. So, Frau Bach, dann sehen wir uns morgen, gell? Wollen Sie noch einen Tee? Tee? Na, ich habe leider überhaupt keine Zeit.
Mit der Polizei im Haus täte ich mich halt viel sicherer fühlen nach allem, was heute passiert ist. Mhm. Eine Runde Kniffel könnte ich Ihnen noch anbieten. Sie strahlt ihn an. Kniffel? Ja, gut, ja, aber wirklich nur eine Runde. Auf geht's! Der Streifenwagen rast eine Landstraße entlang. Im Eingangsbereich des Freibads. Der Wagen hält hinter der zweiflügeligen Eingangstür mit runder Glasscheibe. Die Ermittler kommen auf die Tür zu. Schwungvoll ziehen beide an einem Flügel. Nur Huberts Seite lässt sich öffnen. Resigniert folgt Staller seinem Kollegen herein. Sie passieren eine angelehnte Trenntür und gehen Richtung Umkleiden. Früher hat es doch so Pfandmünzen gegeben für die Umkleide mit so einer Kerbe drin. Ja, früher hat es auch noch Postkutschen gegeben. Ja, es war mir klar, dass du das nicht verstehst. In der Schule habe ich immer für alle die Pfandmünzen gezogen. Jede Klasse hat sein Depp. Nein, weil es so schön geklimpert hat im Automat. Da klimpert nichts mehr, Hansi, das sind Chipkarten. Ein Bub springt hinter Möller ins Auffangbecken. Nicht vom Beckenrand! Los, raus jetzt! Der Bub schwimmt zum Rand. Badeverbot! Und rennt weg. Im Becken schwimmt ein weiterer Badegast. Bademeister sind die gleichen Deppen wie vor 50 Jahren. Der ist mit Sicherheit nicht so beliebt wie der Braus. Vielleicht ist er neidisch, das wäre schon ein Motiv. Herr Möller, zu Ihnen wollte man. Im Badebereich zeigen wir für Schutz schon aus, gell? Blöd für Sie, gell? Wenn die da das Bad dicht machen. Wollen wir uns denn jetzt gleich zusperren? Nein, wir wollen ja nicht zusperren. Uns interessiert, inwieweit der Herr Braus in den Streit um den Umbau verwickelt war. Das sind politische Entscheidungen, da haben wir gar nichts zu sagen. Und für den Braus gibt es ja schon einen Nachfolger? Müssen Sie die Betreiber fragen. Aber so wie es ausschaut, bleibt wieder alles an mir hängen. Ja, da liegt der Burnout ja schon in der Luft. Gell? Trotzdem brauchen wir noch die Bilder von der Überwachungskamera. Also von vor dem Mordtag. Was jetzt? Ja. Ihr habt da jetzt gerade Absicht. Also ich glaube nicht, dass da einer das sauft. Die Polizisten stehen vor dem Kassenraum. Möller sitzt drinnen am Computer. Ist doch komisch, dass der erstochen worden ist. Wieso? Ja, im Schwimmbad ist er untertauchen naheliegend. Okay, ja, aber ob da jeder den Nerv hat, ja, das ist da eben, oder? Möller bringt einen USB-Stick. Das sind die Aufzeichnungen aus der Woche vor dem Mord. Frage, ihr seid da gerade am Modernisieren. Habt ihr da noch welche von denen Münzen für die Umkleide? Und sie? Ja, ich sammle die. Die aus Messing? Nein, die haben wir schon alle weggeschmissen. Und Modernisierung? Hier. Entschuldigung, was heißt das? Der Streit um den Neubau, der geht schon seit Jahren. Die rechnen es zum dritten Mal durch, ob sich eine Sanierung lohnt. Jetzt kommt die Betriebsanalyse. Aber ob da mal was entschieden wird? Was werden da genau analysiert? Nein, Auslastung, Gewinn, Verluste, das ganze Zeug. Aber wenn Sie mich fragen, rentiert sich eine Sanierung überhaupt nicht. Technisch und energetisch ist das absolute Steinzeit. Er wendet sich ab. Wahnsinn, gell? In Rumänien gibt's nicht einmal gescheite Brunnen und da wird wegen jedem Kratzer gleich ein neues Schwimmbad gebaut. Und was denn du in Rumänien? Ja, oder in Kenia. In Weidach fährt der Streifenwagen auf einer schmalen Stahlbogenbrücke über die Loisach. Der Wagen biegt auf den Parkplatz vor dem Revier. Im Vorraum sitzt Sonja am Schreibtisch. Das ist doch komisch. Kurz vor der Betriebsanalyse stirbt der Braus. Ja, vielleicht hat er dir irgendwas gewusst. Asbest in der Wand. Der hat das Bernsteinzimmer entdeckt. Geht's hier doch mal auf. Der Mann war Bademeister, Hansi. Der hat doch beim Umbau nichts mitzureden. Genauso gut kann es einer von den Rentnern gewesen sein, der Angst hatte, dass sein Wasserballett ausfällt. Habt ihr ein Problem? Ja. Er wirft ihr den Stick hin. Was ist das? Das sind die Aufnahmen aus dem Schwimmbad, also von vor dem Mord. Ich schaff das nicht. Ich hab so viel zu tun. Das könnt ihr selber machen. Okay, Sonja, wir müssen da gleich weg. Ja, und der Riedel macht Vollzeit-Phantombild. Ach, übrigens, Herr Frank Braus, der hat gar kein Testament gemacht. Der hatte keine Angehörigen mehr. Also geht das ganze Erbe an den Freistaat Bayern. War aber eh nicht viel zu holen. Was heißt nicht viel? Ein paar tausend Euro. Die Wohnung war ja gemietet. Okay. Danke, Sonja. Bitte. Und? Er klopft auf den Stick und geht. Staller folgt ihm. Wütend legt Sonja den Stick auf eine Ablage. Im Dienstzimmer schlafen Bach und Riedel an den Schreibtischen der Ermittler. Riedel? Der hebt den Kopf und schaut sich um. Ah, Entschuldigung. Ich hab die ganze Nacht Kniffel gespielt. Was ist mit ihr daheim? Na, bei ihr daheim. Die ist ein bisschen nachtaktiv. Und dann haben wir noch Mühle gespielt und halb. Ich will gar nichts weiter wissen. Was ist denn mit dem Phantombild? Ja, da bin ich immer noch dran. Der Gewitz hat gemeint, ich muss ein neues machen, weil das alte jetzt so ausgeschaut hat wie er. Staller nimmt sich den Malblock. Hubert geht zu seinem Schreibtisch und tippt die rücklings im Stuhl hängende Bach mit einem Kugelschreiber an. Die wacht auf und schließt ihren Mund. Riedel, hol der Dame vielleicht einmal einen Kaffee. Ja, okay. Riedel steht auf. Staller setzt sich auf seinen Stuhl. Bach reibt sich die Augen. Frau Bach, Johannes Staller.
Wir kennen uns aus dem Schwimmbad. Da sind Sie doch öfter. Ja. Haben Sie da vielleicht einmal irgendeinen Disput mitgekriegt, wo der Herr Braus beteiligt war? Ja, mit der jungen Frau. Aber das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ja, das haben Sie uns gesagt. Aber wir sind so blöd, das haben wir wieder vergessen. Na, Sie sind mir vielleicht einer. Hätten Sie halt gescheit zugehört. Also, der Herr Braus hat einen Streit gehabt mit der jungen Frau, die da Chefin ist oder so. Der Name, Also lange, dunkle Haare? Ja, genau. Vorgestern war das. Aber um was es da gegangen ist, habe ich leider nicht verstanden. Danke, Frau Bach, Sie haben uns sehr geholfen. Hätten Sie nur gleich gescheit zugehört. Hinterher ist man immer schlauer, was? Sie fährt sich durchs Gesicht. Ihre Haare sind zerzaust. Der Martin könnte mich der heimfahren. Entschuldigung, wer ist der Martin? Ich glaube, die meinten Riedel. Ach so, nein, der Martin hat kein Auto. Aber mit dem Bus, also da bringt er sie heim. Ja, das ist fein. Einen sehr netten jungen Kollegen haben Sie da. Mhm. So adrett. Mhm. Ja. Unschlüssig steht Hubert neben Bach. Die schlägt eine Akte auf seinem Schreibtisch auf. Jetzt glaube ich, kommt schon der Bus. Bach schaut hoch. Ja? Hubert simuliert das Lenken eines Busses. Irritiert blickt Bach zu Staller. Auf Sonjas Monitor zwei Männer in der Umkleide. Das ist ein bisschen langweilig. Am Bildrand die Zeit 15.16 Uhr. 19.23 Uhr. In die leere Umkleide kommt im Bademantel. Gewitz? Und spät verstohlen in einen Spind. Am Kaffeeautomaten im Gang. Zum Chef. Aber um die Zeit hält sie immer ihren Mittagsschlaf. Ja, dann gehen Sie halt mit und seien fertig, wenn sie wieder wach wird, nicht? Vielleicht ganz gut, wenn Sie da sind. Einzige Zeugin in dem Alter, nicht? Da kann weiß Gott was passieren. Bedrückt nickt Riedel. Was haben Sie denn? Ja, nix. Ich war halt nur schon die ganze Nacht da. Was? Sie waren die ganze Nacht bei Frau Bach? Ja, wir haben Kniffel gespielt. Kniffel? Und ist was dabei rausgekommen? Naja. Und? Ich habe eigentlich nur verloren. Das interessiert mich doch nicht, ob Sie gewinnen oder verlieren. Ab! Mit einem Becher verschwindet Riedel im Dienstzimmer. Im Überwachungsvideo sieht Girwitz sich in der Umkleide um. Vielleicht sucht er ja wen. Ach, der hat einfach seinen Spind nicht gefunden. Also, wie der da rumschlägt, da kannst du wirklich meinen, der hat Dreck am Stecken. Blödsinn. Ja, vielleicht hat er eine gespaltene Persönlichkeit. Ja, das glaube ich schon lang. Gestern Morgen kam er auch später. Da war er erst nach 10 im Büro. Spricht er nicht gerade für ihn? An sich absoluter Schwachsinn. Hubert Staller. Ein neues Phantombild. Ah, Elvis Presley. Sieht der nicht aus wie ich? Ja, also mit viel Fantasie. Ich sag Ihnen eins, die Dame hat mich alle Latten am Zaun. Erst Staller und jetzt ich. Die beschreibt einfach den sie zuletzt gesehen hat. Ja, wie so eine spinöse Künstlerin, die sich ganz langsam an ihr Werk rantastet. Staller, die Frau war Fachverkäuferin für Büroartikel. Hm? In der Wolfratshauser Innenstadt biegt der Streifenwagen ab. Im Auto. Warum hat der uns eigentlich bis heute nicht gesagt, dass er noch einen Tag vor dem Mord im Schwimmbad war? Was? Ja, und das Phantombild, das schaut auch aus wie er. Es gibt doch ein Phantombild, das schaut aus wie du. Das ist doch was ganz anderes. Ich habe nichts verheimlicht. Also, wenn du im Wasserballett wärst, dann darfst du es auch geheim halten. Na ja. So Führungskräfte, die brauchen halt einen Ausgleich nach Feierabend. Normalerweise ging er dir ins Buff. Weißt du nicht, der Girwitz? Das ist der viel zu geizig. In einem Wohnzimmer sitzt Riedel an einem marmornen Couchtisch und sieht herüber zu Bach, die zufrieden einen Stift weglegt. Riedel lächelt gequält. Auf dem Sofa lehnt Bach sich zurück. Nur ein halbes Stündchen, dann machen wir weiter. Hm? Sie schließt die Augen. Riedel will aufstehen. Sie können ja so lange in der Fernsehzeitschrift lesen. Resigniert setzt er sich wieder in den dunklen Ledersessel. Er greift nach der Zeitschrift und streift einen Würfelbecher. 5 Würfel mit Sechsern rollen heraus. Überrascht späht Riedel zur Schlafenden, dann sammelt er die Würfel ein und kippt den Becher wieder um. Erneut nur Sechser. Riedel nimmt einen zweiten Becher und würfelt. Gemischte Zahlen. Wütend zieht der Polizist zu Bach. Der Streifenwagen parkt vor einem Gebäude mit blauen Fensterrahmen.
in einem Büro. Ja, Frau Dreyfus, wir haben eine Zeugin, die hat gesehen, wie Sie mit dem Frank Braus gestritten haben. Ja? Ach so, er hatte einem Gast Badeverbot erteilt, weil er dachte, dass der ins Becken. Ja, es war aber ein Missverständnis. Ich habe zwischen den beiden vermittelt. Das hatte ich völlig vergessen. Entschuldigung. Wie hat denn der geheißen, der Badegast? Ein Herr Griebitz. Was, der Griebitz? Ach, Sie kennen den? Na. Vorplänen. Hier soll der Wellnessbereich hin. Energetisch ist dann nach dem Neubau alles auf dem neuesten Stand. So wie wir uns das für unsere Bäder wünschen. Bäder? Haben Sie mehrere? Ja, 8 hier in der Region. So ein Neubau geht natürlich nur mit Zuschüssen und um die geht es seit Jahren. Übermorgen wird die Betriebsanalyse veröffentlicht und danach soll entschieden werden. Eine Sanierung ist natürlich nicht so attraktiv für uns wie Neubau. Darf ich mal so ein Heftel da mitnehmen? Das ist eigentlich intern. Kennen Sie sich denn mit Diagrammen aus? Er ist Spezialist. Ach. Zaghaft lächelt Staller sie an. Der Streifenwagen fährt durch Wolfratshausen. Im Wagen blättert Hubert auf dem Beifahrersitz in dem Heftel. Da hat er also noch mit dem toten Bademeister gestritten. Naja, du kennst ihn doch, der Streit mit jedem. Was hat er eigentlich gemeint, dass der Giebitz da war? Sie wissen schon. Naja, dass er ins Becken gemacht hat. Das macht doch jeder, das sieht man nicht. Außer... Was? Es ist ein großes Geschäft. Der Streifenwagen steht vor dem Revier. Also wenn der rauskriegt, dass er ihn verdächtigt, dann dreht er durch, das kann ich euch versprechen. Das tun wir doch gar nicht, aber in dem Job, da muss man manchmal unangenehme Fragen stellen, auch wenn es dem Herrn Giebitz nicht passt. Wenn dem Giebitz was nicht passt? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Das ging jetzt gerade nochmal um das Schwimmbad. Sie sind ja da auch auf der Überwachungskamera drauf. Ach so, erzähl's mir. Er geht um Sonjas Schreibtisch herum und schaut auf den Monitor. Die Ermittler stellen sich vor eine Magnetwand. Aha. Naja, da suche ich mal eine Chipkarte. Wieso interessiert Sie das? Ja, das hat ja immerhin eine Vorgeschichte. Schnüffeln Sie mir etwa hinterher? Die Sache mit dem Bademeister? Ja, der ist umgebracht worden. Aber da geben Sie jetzt eine kurze Erklärung ab, dann ist die Sache bei den Akten. Akten? Was ermitteln Sie hier eigentlich? Ich hatte mit dem Herrn Braus einen Disput, weil er mich als Beckenpinkler bezeichnet hat. Fälschlicherweise wohlgemerkt. Aber deswegen muss ich mich von Ihnen noch nicht kriminalisieren lassen, oder? Haben Sie die anderen Badegäste überprüft? Ja, nichts anderes haben wir jetzt vor. Jetzt überprüfen wir gerade die Konstrukte um den Neubau. Ah, Wirtschaftskriminalität. Ja, gut. Ja, worauf warten Sie denn noch? Hubert und Staller verlassen den Vorraum. Ach, und jetzt, das Video brauchen wir dann ja nicht mehr, nicht? Die runzelt die Stirn. Soll ich das jetzt löschen? Ja, ich will nur nicht, dass da was ins Internet kommt, nicht? Sie wissen ja, wie schnell da aus Mücken Elefanten gemacht werden, nicht? Skeptisch sieht Sonja ihm nach. In der Pathologie beugen sich Anja und Staller über den Rücken der Leiche. Hubert steht abseits. Tatwaffe ist vermutlich ein spitzer metallischer Gegenstand, vielleicht ein Schraubenzieher. Ui, das hast du mir jetzt lang gebracht. Entschuldigung, ich habe hier vielleicht noch mehr zu machen als eure Leichen. Anja, kannst du das vielleicht auch noch testen? Hat einer Grippe oder worauf testen? DNA. Wenn wir die nämlich auch bei der Leiche finden, dann ist er dran, der Guido Walz. Und wer ist jetzt der Walz? Ja, einer aus dem Wasserballett. Der hat vor 30 Jahren mal eine Anzeige wegen Exhibitionismus gekriegt. Aha, so alt ist das Taschentuch offenbar auch. Was? Ganz normales Taschentuch. Hauptsache die DNA ist frisch. Sie geht halt mir nach dem Äußeren. Irrtum, mein Lieber. Beim Äußeren mache ich gerne mal Kompromisse, wenn bloß das Innere stimmt. Aber wenn das Innere auch nicht stimmt, ja, dann wird's kritisch. Ich hab das halt schon seit geraumer Zeit. Auf jeden Fall hat der Walz dann eingespielt, der Hupsi war dabei. Ja, ich bleib auch gleich. Im Büro hält Girwitz ein Phantombild. Aber das ist doch Sie, Riedel. Ich? Ja. Jetzt haben Sie 2 Tage mit dieser Frau rumgemacht und nichts zustande gebracht. Ja, aber vielleicht sieht der Täter mir ja irgendwie ähnlich. Blödsinn. Die Frau ist dement. Das wird nicht verwendet. Schluss damit. Ah, gut, dass Sie kommen. Das mit den Phantombildern, das bringt nichts. Vorschläge? Das schaut ja aus wie der Riedel. Vorschläge? Ja, das wollte man gerade fragen. Wir würden gern morgen jemand in die Wassergymnastik einschleusen, also undercover als Maulwurf. Gute Idee. An wen haben Sie gedacht? Ja, ehrlich gesagt haben wir an Sie gedacht. An mich? Ja, bei uns kennen die ja. Nee, das macht Riedel. Was, ich? Ja, dann wäre das geklärt. Ja, aber die Frau Bach, die kennt mich doch auch. Ja, da hat er recht. Gut, dann sorgen Sie dafür, dass sie da morgen nicht auftaucht. Hm? Gut, raus. Er schaut auf seinen wie immer fast leeren Schreibtisch. Auf dem See dümpeln verankerte Boote. Im Konferenzraum sitzt Bach mit einem sehr breiten gestreiften Strickzeug. In Karohemd steht Riedel im Dienstzimmer am Tresen. Darauf eine Sporttasche und eine rosafarbene Poolnudel. Und worauf soll ich da jetzt genau achten? Ach hier, Riedel.
Alles ist wichtig. Jeder, der da neben dir rumplanscht, der könnte der Mörder sein. Na, schaust du mal, wer Schwimmbrille und Badekappe dabei hat. Oh, dann Schraubenzieher. Und wenn sich einer verhaltensauffällig zeigt? Wie soll ich das erkennen? Bauchgefühl, Riedel. Bauchgefühl. Riedel nimmt seine Sachen und geht. Hubert schaut ins Heftel. Das ist schon komisch. Da sind einmal 10 im Bad, dann auf einmal wieder 100, am nächsten Tag wieder 15. Ja. Bevölkerungsschwache Region. Du hast jetzt Stoßzeiten beim Schulschwimmen. Na, das kann ja nicht sein. Das sind ja beim Wasserballett allein schon 10. Die ganzen Rentner, die da abends umeinander planschen. Tu mal her. Warum sitzt dieser Bach schon wieder im Konferenzraum? Damit der Riedel sich frei entfalten kann. Enttarnung beim Undercover-Einsatz, das wäre die Komplettkatastrophe. Sie lassen eine demenzkranke Frau auf dem Revier stricken, damit Riedel Wassergymnastik machen kann, während Sie hier Däumchen drehen? Ne, nix Däumchen. Wir sind ja mittendrin im Ermitteln. Habt ihr schon gelesen? Sie hält eine Zeitung. Entscheidung um Neubau aus betrieblichen Gründen vertagt, Betriebsanalyse verschoben. Oh, das hat sie gestern noch anders angehört. Und das heißt jetzt? Ja, dass Sie ein bisschen auf die Frau Bach aufpassen müssten. Wie? Und nicht aufwecken, wenn es einschläft. Sie gehen. Wo wollen die hin? Auch Sonja geht. Tschö. Am Auffangbecken steht Möller am Rand. Vor ihm steht die Gymnastiktruppe im hüfthohen Wasser. In die Nudeln nach oben. Verlagern das Gewicht auf den rechten Fuß. Riedel kippelt. Balance halten und auf das linke Bein. Sind Sie neu? Ja. Verächtlich sieht Walz zum abgetauchten Riedel. Und wieder auf den rechten Fuß. Ja, Martin, jetzt machen Sie halt einmal gescheit mit. Entschuldigung. Wenn Sie gescheit mitmachen, dann spüren Sie den Defekt bereits nächste Woche. Cool. Und wieder auf den linken Fuß. Schräg und ungelenk steht Riedel im Wasser. Die rosa Nudel wackelt über seinem Kopf. Im Konferenzraum. Jovial lächelnd schlendert Girwitz herein. Bach sieht ihm strickend entgegen. In der Raummitte stoppt der Chef. Unsicher schaut er in die Luft. Fragend beobachtet Bach Girwitz, der verlegen zur Tür schlendert. Wollen wir jetzt? Ja. Können Sie das mal übernehmen? Die guckt mich immer so an. Er lässt Sonja im Türrahmen stehen. Hubert und Staller kommen ins Büro von Dreifuß. Die Wand hinter ihr ist hellblau. Seit wann wissen Sie denn das, dass da was nicht stimmt? Seit ein paar Tagen. Und ich will auch nicht lang drum rumreden. Es sieht alles nach Manipulation aus. Und das haben Sie erst jetzt bemerkt? Wir haben 8 Bäder. Ja, bei der Streiterei mit dem Braus, da ist es genau darum gegangen, oder? Er meinte, er weiß nichts darüber und der Möller ganz genauso. Die beiden sagen, dass sie korrekt abrechnen und dass der Fehler irgendwo bei uns sein muss. Was soll ich da machen? Ja, die Polizei holen zum Beispiel. Warum haben sie uns das nicht gleich gesagt? Weil ich dachte, dass ich mich damit verdächtig mache. Das haben sie jetzt auch so geschafft. Wer ist denn rein theoretisch in der Lage, die Besucherzahlen zu manipulieren? Jeder. Vom Bademeister bis zur Buchhaltung. Wir überprüfen gerade alles. Überweisung, Barbeträge, wenn der Automat nicht funktioniert. Mhm. Also der Bademeister kassiert das Geld und dann? Holt es ein Kurier ab. Wir rechnen es meistens nach und bis jetzt hat nie was gefehlt. Also es ist vollkommen wurscht, wie viele Besucher im Bad waren. Die Abrechnung stimmt immer, oder? Ganz genau. Aber weisen Sie das mal jemanden nach. Ja, im Nachweisen, das sind ja mir die Spezialisten. Mhm. Der Wolfratshauser Marienplatz mit ausladenden hellgrünen Laubbäumen. Der Streifenwagen fährt vorbei. Der Automat, der ist doch schon seit längerer Zeit kaputt. Das hat doch mit Sicherheit seinen Grund. Na logisch, da kann man die Besucherzahlen fälschen und selber die Eintrittsgelder kassieren. Ja, dafür muss aber einer kräftig an dem Teil da rumgeschraubt haben. Ja, das ist doch kein Problem. Ja, aber das siehst du von außen nicht. Dafür gibt's Spezialisten. In Yazids Werkstatt. Ja, bloß kenne ich mich mit Kassenautomaten nicht wirklich aus, ne? Wirklich kennst du dich mit gar nichts aus. Okay, ja, sieht, für dich ist ja das ein Kinderspiel. Da kriegst du so einen Techniker-Overall, marschierst da rein. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Aha, und wo ist der Overall? Jetzt liegt's am Overall, oder? Im Freibad. Eine Frau springt ins Wasser. In der Umkleide hält Riedel seine Waschtasche. Jemand mit nacktem Rücken kommt, ein Handtuch um die Hüften. Er öffnet es kurz. Riedel lässt die Tasche fallen. Halt! Polizei! Er läuft los und späht zwischen Spind rein in die Damenumkleide. Dann verschwindet er im Männerduschbereich und taucht von der anderen Seite wieder in der Damenumkleide auf. Genervt zieht Riedel sich um. Er geht und erscheint wieder bei den Damen. In der Männerumkleide ins Handy. Upsi, ihr müsst ganz schnell kommen. In der Damenumkleide. Ich hab wirklich überall geschaut, der ist weg. Aber weit kann doch der nicht sein.
Also draußen hat überhaupt keiner was gesehen. Wie hat denn der ausgeschaut, Riedl? Ja, also in sein Gesicht habe ich jetzt nicht direkt geschaut. Wohin dann? Ja, dahin halt. In den Schritt. Das hat er doch intuitiv richtig gemacht. Was intuitiv? Ja, weil wir jetzt eine schöne Gegenüberstellung machen können. Mit wem denn? Mit den restlichen männlichen Badegästen. Das ist doch kompletter Blödsinn, Hansi. Entschuldige, wenn der Riedl einmal richtig hinschaut. Im Verhörzimmer stehen Walz und zwei weitere Männer in Bademänteln. Ja, aber was soll man denn sonst machen? Riedl, erkennst du so gar nichts? Na, der hat ja keinen Bademantel angehabt. Ich will meinen Anwalt sprechen. Moment, da brauchst du jetzt keinen Anwalt. Nein, das ist ja nur einmal kurz aufmachen und wir drehen uns ja um. Dann werde ich mich bei Ihrem Chef beschweren. Das ist doch juristisch hier völlig wertlos. Also, auf drei machen Sie einfach kurz auf und... Wie gesagt, wir drehen uns ja um. Eins, zwei... Na, Riedl, tu doch nicht umdrehen. Ach so. Eins, zwei, drei... Was denn hier los? Gegenüberstellung. Sie drei können gehen. Entschuldigung. Naja, aber der Riedl hat... Ich will nicht hören! Girwitz stürmt hinaus. Gleich sagt, dass es nicht funktioniert. Im Freibad stellt Yazid Werkzeug auf den Kassenautomat. Zu Möller? Das ist mir schon klar, dass Sie mich nicht persönlich bestellt haben. Ich komme ja auch über die Hotline, da können Sie mich gar nicht persönlich bestellen. Verstehen Sie? Normalerweise erfahre ich das aber. Ja, aber bei Ihrem Automaten brennt es. Mir wäre es auch lieber, wenn die Kunden nicht ständig anrufen würden und sagen, es pressiert. Das muss ich aber zuerst mit der Frau Dreyfus abklären. Gut, dann rufen wir die Frau Dreyfus vielleicht mal an, oder? Kann man ja machen. Er tippt auf sein Handy. Frau Dreyfus. Und hält es ans Ohr. Er trägt einen blauen Overall. Frau Dreyfus, ich grüße Sie. Hier ist der Herr Yazid. Ich stehe jetzt gerade im Schwimmbad und ein gewisser Herr... Müller. Müller sagt, er braucht eine Auftragsbestätigung. Wie bitte? Okay. Sie sagt, es ist ja wohl klar, dass nach dem gestrigen Vorfall irgendwas passieren muss. Gut. Gut, alles klar. Möchten Sie nur sprechen, den Herrn Müller? Müller. Nicht. Gut. Dann auf Wiedersehen, Frau Dreyfus. Müller fixiert ihn. Kann ich dann mal ran vielleicht? Und geht widerwillig. Im Dienstzimmer Hubert ins Telefon. Yazid? Staller schaut ein Überwachungsvideo. Aufklickt. Was war das? Weiß nicht, jetzt dreht er völlig durch. Sag mal, Riedl, hast du nicht gesagt, dass du den beinahe erwischt hättest? Ja, schaut aber ganz anders aus. Jungs? Sonja kommt. Der Guido Walz hat uns doch erzählt, dass er am Tag des Mordes wegen seinem Auto zu spät gekommen ist. Ja? Das ist aber komisch, weil vor 2 Jahren wurde ihm der Führerschein entzogen. Nicht nur das, der Wagen ist auch schon längst stillgelegt. Und der Nachbar erzählt, der fährt die ganze Zeit mit dem Fahrrad durch die Gegend. Das langt mir jetzt aber wirklich. Super Arbeit, Sonja. Im Verhörraum sitzt Walz vor den Ermittlern. Hinter denen steht Girwitz. Also? Walz nickt. Der Exhibitionist war ich. Ich hab so getan, als ob ich zu spät gekommen wäre. Hab's all die Jahre unterdrückt. Aber das mit dem Mord war ich nicht. Und warum soll man Ihnen das jetzt glauben? Den Braus habe ich überhaupt nicht gesehen, nur den Möller. Was? Möller? Ja, als ich mich hier umziehen wollte, war was komisch. Der Möller hat mich Sachen in einen Spind gestopft und den Boden davor gewischt. Das habe ich gewundert, weil der Möller doch immer sonst seine Sachen in die Bademeisterkabine einschließt. Dafür gibt's die ja. Und den Boden macht ja sonst die Putzfrau. Wissen Sie noch, welcher Spind das war? Nein. Aber am Ende. Vor der Männerdusche. Synchron drehen sich die Ermittler zum Chef um, der nickt auffordernd. Der Streifenwagen fährt durch eine regennasse Kurve. Im Auto? Jetzt stell dir vor, der Müller und der Braus zweigen sich jeden Tag einen Riesenbatzen von dem Eintrittsgeld ab. Aha. Und wenn der eine aussteigen will, muss der andere natürlich was unternehmen. Im Eingangsbereich. Der Streifenwagen hält knapp hinter der runden Glasscheibe. Wie sind jetzt hinter Yazid? Ich hab keine Ahnung. Entschuldigung, machen Sie mal auf, bitte. In der Umkleide. Hubert tastet auf den Spinden herum. Schau, Hupsi, wenn das da der tote Winkel ist,
Weil den Möller hast du auf keinem Video an seinem Spind gesehen. Vielleicht hat er einfach die Kamera da versteckt. Davon gehe ich jetzt einmal nicht aus. Ja, sieht. Servus. In Badeshorts. Schaust du aus? Ja, wenn ich schon mal da bin, oder? An einem Automaten ist übrigens sauber rumsabotiert worden. Da hat einer den Kontakt aufgeschraubt und wenn man den wieder festschraubt, dann geht er wieder. Ist doch mal eine gute Nachricht. Ja, das brauchen wir bloß noch den, der da manipuliert hat. Nächstes Mal wäre es übrigens schön, wenn ich freie Bahn hätte. Gell? Ich habe eine Viertelstunde auf den Möller eingeredet, dass ich endlich in Ruhe arbeiten kann. Mhm. Sag mal, ist recht voll im Bad. Drei junge Frauen, gut aussehend. Was, du der einzig männliche Badegast? Und drei abgesperrte Spinde? Ja, interessante Denksportaufgabe, Hansi. Der schnappt sich, Yazids Handtuch und umwickelt damit seine Pistole. Was hast denn du für eine Nummer? 149. Staller zielt auf zwei Spinde. Hubert zieht sich um und klappt entschlossen erst einen Spind auf, dann den anderen. In einen Lappen eingewickelt liegt am Boden ein großer Schraubenzieher. Interessant. Die Ermittler wollen gehen. Handtuch? Staller wirft es ihm zu. Im weißen Frottee drei große Brandlöcher. Genervt wirft Yazid es sich um die Schultern. Die Ermittler marschieren zum Sprungbecken. Am Rand schöpft Möller Wasser in einen Becher. Mei, was habe ich denn gesagt, von wegen Schuhe im Badebereich? Hä? Das nächste Mal dann. Kommt Ihnen der bekannt vor? Den hat der Herr Braus im Rücken gehabt, weil er bei ihren Betrügereien nicht mehr mitmachen wollte. Ja, und das hat ihnen nicht gefallen, da sind sie ihm hinterher auf die Rutsche. Ja, und die Leiche konnten sie nicht entsorgen, weil ihnen der Exhibitionist dazwischengekopft ist. Ja, und die vom Wasserballett, die waren ja auch schon da. Das ist der größte Schmarrn, den ich jemals gehört habe. Aha, na ja, da warten wir jetzt auf die Spurensicherung. Hubert lässt den Schraubenzieher durch die Luft wirbeln. Möller dreht sich um und hechtet ins Becken. Halt, was haben Sie vor? Na ja. Er kann das Geständnis auch im Wasser ablegen. Für einen Bademeister nur konsequent. Er packt eine Rettungsstange. Staller zieht seine Jacke aus. Was hast du vor? Ja, ist schon recht. Ich würde wahnsinnig gern nochmal. Was? Staller legt das Holster ab. Auf die Rutsche. Möller hält sich am Metallring der Rettungsstange fest und lässt sich an den Rand ziehen. In Hemd, Hose, Strümpfen und mit Dienstmütze auf dem Kopf läuft Staller los. Das war Hubert und Staller, Rutschpartie von 2015. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Annette Fleischer als Sonja, Markus Grüner als Möller, Wolfgang Pregler als Walz und Berit Arnold als Dreifuß. Drehbuch Niklas Hoffmann, Regie Jan-Markus Lienhoff. Eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks. Text Heide Völz, Redaktion Elmar Dosch und Bernd Benecke. Tonmischung Herbert Glaser, Sprecher Florian Schwarz.